Handstellenabbau in der Gino! Handstellenabbau in der Gino! Das heißt aber, es sind ja nicht 440 Stellen, sondern viele Beschäftigte sind ja irgendwie Teilzeit beschäftigt. Wir gehen davon aus, dass vielleicht bis zu 800 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Das heißt, ja, der Krankenhausalltag ist natürlich, im Prinzip ist das eine Katastrophe. Die Leute sind alle überlastet, belastet. Es gibt einfach viel zu wenig Personal. Die Leute können fast immer keine Pausen machen. Zum Beispiel jetzt in Pandemiezeiten müssen wir ja immer mit einer FFP2-Maske rumlaufen. Normalerweise müssen wir sie nach einer bestimmten Zeit ja mal für eine halbe Stunde absetzen. Das geht im Prinzip gar nicht. Das kann man gar nicht dann gewährleisten. Und nur ein anderes Beispiel, viele Stationen sind auch dann geschlossen, weil kein Personal mehr da ist. Auch auf meiner Station werden seit Monaten immer am Wochenende 8 Betten gesperrt, weil auch keine Ärzte mehr da sind. Ja. Aber heute sind wir hier, weil ja, wie gesagt, hier heute ja von der Geno die Aufsichtsratssitzung stattfindet. Und die Senatorin, die Gesundheitssenatorin, ist ja die Vorsitzende des Aufsichtsrates. Und sie ist ja hier oben ansässig. Wir sind wenigstens hier, um darauf aufmerksam zu machen, auch gegenüber der Öffentlichkeit, was wir davon halten, was wir von diesem Abbau der 440 Stellen halten. Es gibt da inzwischen seit einer Woche im Netz eine dann Petition, initiiert vom Bremer Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus. Da ist er. Jetzt kommt gerade die Frau Bernhard. Wir sollten vielleicht mal irgendwann sprechen. Also vielleicht, also da haben glaube ich alle was von. Vielleicht sagen Sie uns erstmal, was eigentlich beschlossen worden ist auf der Aufsichtsratssitzung heute. Handstellenabbau in der Geno! Was ist eigentlich beschlossen worden jetzt? Naja, erstens mal hat die Geschäftsführung ihre Mittelfristplanung vorgestellt. So. Das ist bis 2024? Bis 2024, ganz genau. Und was für uns vollkommen klar ist, und uns sage ich jetzt auch, es gab einen weiteren Beschluss im Aufsichtsrat, völlig klar zu sagen, wir orientieren auf die schwarze Null in 2024. Das ist auch gar kein Geheimnis. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall brauchen, um den Erhalt der kommunalen Kliniken zu garantieren. Darüber hinaus, von meiner Warte aus, ist die Zahl überhaupt nicht der Punkt, um den es geht, sondern die Frage, wie kommen wir dahin und was heißt das für die Strukturveränderung, was heißt das für die Prozesse in der Geno etc. Wir brauchen eine Pflegestrategie, wir müssen da Konzeptionen ausarbeiten und so weiter. So wie das jetzt kommuniziert worden ist anhand der Zahl, finde ich, ist das Pferd auch vom Schwanz auf. Aber das muss mit Sinn und Verstand und mit Überlegung und mit Beteiligung passieren. Alles andere ist indiskutabel. Es ist auch über Bettenabbau gesprochen werden, aber da ist es ganz ähnlich. Auch das wird sich daran orientieren müssen, was an den Standorten letztendlich funktioniert und was nicht. Was heißt Abverlegung? Was heißt Kurzzeitpflege? Was heißt Ambulantisierung?